So, wir sind live. Herzlich willkommen. Grüße, schönen Abend. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder sonst was zum Spiel habt, zu den letzten Tagen oder so, dann schießt los und dann quatschen wir einfach ein bisschen drüber. Soll eine ganz lockere Runde jetzt werden in der ersten Stunde. Wo und wie hast du das Spiel geguckt? Bei meinen Eltern zu Hause. Ich war jetzt in Berlin zum Arbeiten und so und ich habe das mit meinen Eltern geguckt. Und dementsprechend vorm Fernseher. Ich musste ja den Artikel zum Spiel schreiben. Ich hätte es auch schon zum Spiel gekonnt, aber wusste, dass ich da nicht rechtzeitig wegkomme. Ich saß auch so bis 2 Uhr in der Nacht an meinem Text. Es wäre eher 4 Uhr gefühlt geworden, wenn ich tatsächlich im Olympiastadion gewesen wäre. Dementsprechend vorm TV. Und da die nächste Frage, die Stimmung hat man absolut wahrgenommen am TV, finde ich. Besonders auch mit den beeindruckenden Bildern mal am Anfang, mit dem Feuerwerk und so weiter. Also, ich fand, dass das ein besonderer Pokalabend war, das kam auch am TV rüber, keine Frage. V wie Fernlicht. Ach du Scheiße, das ist ja manchmal ein Name, ne? Jetzt verstehe ich Lukas auch, aber ich muss das immer hier live entziffern. Dass Paul die Eier hatte, Nader reinzuwerfen, das war in meinen Augen ziemlich risky und ich fand es frech, dass Nader vor Rees interviewt wurde bei Sky, so ein Karnevalsverein. Ja, ja und nein, also das Zweite, das kann auch an der Organisation bei Hertha liegen oder was der Spieler noch zu tun hatte oder sonst was. Das muss gar nicht sein, dass Sky zuerst Nader Djindawi haben wollte, sondern dass das einfach, ja, das kann organisatorische Gründe auch vom Verein haben. Das, soweit kann ich es dir sagen. Da hat man, glaube ich, als Medienpartner jetzt nicht so unendlich viel. Du gibst halt an, welche Spieler du interviewen willst, aber in welcher Reihenfolge eigentlich nicht. Und dass es risky war, ja und nein. Ich meine, viele Offensivoptionen hatte er abseits dessen nicht mehr und natürlich greift bei Djindawi der Fakt, dass er frisch ist, dass er gewillt ist und dass der Gegner ihn eigentlich gar nicht scouten konnte und sich gar nicht mit ihm beschäftigen konnte und er hat ihn ja gebracht in der Zeit, wo Hertha eh zurücklag und man nochmal einen Impuls haben wollte, deswegen hält sich das Risiko ein Stück weit auch in Grenzen. Wie hat dir Hussein gefallen? Ja, ich habe es ja auch auf Twitter geschrieben und ich werde es auch am Montag nochmal beleuchten. Gut, wirklich gut und ich finde, man kann ihn nicht isoliert betrachten von auch Smail Prevljak. Ich finde, dass als beide wurden ja doppelt, also wurden zusammen eingewechselt für Seevolk und Tabakovic und beide eben genannten waren im Ballbesitzspiel wirklich überfordert, hatten da keinen guten Abend und haben dem Spiel viel zu wenig gegeben dahingehend. Und ich finde, dass sowohl Hussein als auch Prevljak beide es mit Ball richtig gut gemacht haben. Das waren oftmals nicht die herausragenden Pässe, aber er hat sich in den richtigen Räumen bewegt, er hat einen Ball gehalten, er hat einen Ball schnell zurückgespielt, manchmal in die Verteidigung. Und manchmal reicht auch dieser einfache Pass in die Verteidigung zurück, weil wenn du im Ballbesitz bist und der Gegner sich relativ diszipliniert anstellt, musst du die Ketten ins Schwingen bringen, nenne ich es mal. Ne? Also die Spieler in der gegnerischen Ordnung müssen ins Schwingen gebracht werden, die müssen sich bewegen, weil sonst knackst du ja diese Defensivformation nicht. Und da kann auch schon ein Doppelpass reichen, damit sich ein Spieler mal rausbewegt und du plötzlich eine Lücke aufmachst. Und diese kleinen taktischen Dinge, finde ich, hat Hussein gut gemacht. Plus ein, zwei ganz gute Balleroberungen. Amboss fragt, mich würde interessieren, wie du und ihr am Fernseher die Schiedsrichterleistung wahrgenommen habt. Teilweise klare Chancen unterbunden, fand ich, weil er keinen Vorteil laufen ließ und so weiter. Nee, war keine gute Schiedsrichterleistung. Also ich fand, das war in der Zweikampfbewertung ganz komisch. Und nee, finde ich nicht. Ich finde nicht, dass er dem Spiel sonderlich gut getan hat, muss ich sagen. Und was mich immer wieder stört auch ist, und das hatte, ich glaube Stegemann war ja der Schiedsrichter, das hat er nicht exklusiv, ist, dass gefühlt Haris Tabakovic kein Foul gepfiffen wird, also ein Foul an ihm gepfiffen wird. Tabakovic ist ein Stürmer, der sehr massiv ist, sehr robust und er fällt nicht so schnell. Und ich habe das Gefühl, das wird Tabakovic teilweise als Nachteil ausgelegt, indem dann das Foul nicht gepfiffen wird, obwohl der gegnerische Verteidiger, Gegenspieler ein Foul begeht. Und das, finde ich, muss man einfach intelligenter sehen. Wenn Hertha nicht aufsteigen sollte, fragt Eiskeeper, glaubst du, dass Fabi dann weg ist? Nicht definitiv, nein. Ich glaube zum einen, dass Rehse auch sich nicht nur in diesen Verein verliebt hat, sondern auch in die Stadt und die vielleicht auch nicht direkt nach einem Jahr verlassen möchte. Ich glaube, dass Fabian Rehse gerade so viel Identifikation aufbaut, dass es auch schwer fallen würde, also nach einer Saison schon wieder auch zu gehen. Und ich glaube, es hängt aber auch ganz stark davon ab, wie Hertha die Saison beendet. Denn nicht aufsteigen beinhaltet ja viele Varianten. Wenn Hertha Vierter wird und man sieht, ey, in der Rückrunde voll da gewesen und die Hypothek aus der Hinrunde war einfach nur zu groß und der Kader bleibt zusammen und jetzt wird es im zweiten Jahr was, dann ist die Chance sehr viel höher natürlich, als wenn Hertha auch eine durchwachsene Rückrunde spielt, Elfter wird und man überhaupt nicht weiß, was im nächsten Jahr ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass Rehse eventuell gehen könnte. Onkel Rolf
schreibt, ich weiß nicht warum, aber ich liebe Sefoy. Klar, er ist nicht der konstanteste Spieler und er hat auch manchmal wirklich grobe Schnitzer in seinem Spiel, aber trotzdem mag ich seine Art. Ich verstehe total, was du meinst. Also, du hast ja im Fußball ganz oft, spricht man von Instinktfußballern, aber die sind eigentlich immer offensiv geprägt in ihrem Spiel und du hast eigentlich nie defensive Instinktfußballer und Sefoy ist genau das und das macht einen teilweise wahnsinnig, weil dabei grobe Stellungsfehler passieren und auch grobe Ballverluste, die ja, also die eigentlich auf dem Niveau nicht gehen. Und dann gleicht er das aber gefühlt mit 3 Weltklasse-Balleroberungen, wo er sich und dem Gegner gar nichts schenkt, gleicht er das aus. Und das ist irgendwie eine Range an Leistung, an Niveau, die einen eigentlich gar nicht kalt lassen kann. Und deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Ist auch ein hochemotionaler Spieler. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wie er und Jinjo Kenny gerade nochmal ihre Geschichte bei Hertha umschreiben. Phil schreibt, glaubst du, dass sich Nada langfristig in der ersten Mannschaft beweisen kann? Bisher habe ich ihn nicht Fußball spielen sehen, fand seinen Einsatz aber sehr ansprechend, in Klammern aus Stadionperspektive. Ich glaube, dass Pal Dardai das schon sehr gut moderiert hat auf der Pressekonferenz und die Erwartungen ja auch moderiert hat, indem er gesagt hat, das war alles jetzt cool. Und er arbeitet auch sehr gerne mit ihm zusammen und schätzt ihn für seinen Weg und für seinen Eifer. Aber Pal Dardai muss ausbilden und Werte schaffen. Und das bedeutet, dass in der Regel oder grundsätzlich Spieler wie Gustav Christensen, Derry Sherhand, Martin Winkler, auch Leander Popp, dass diese Dinge oder diese Spieler Vorrang haben. Und ich glaube, jetzt aktuell fehlen ja auch noch einige Spieler mit Duziak, mit Palko Dardai, mit Benze Dardai, Ibro Maser. Und wenn diese Spieler wieder fit sind, glaube ich nicht, dass man noch lange Nada in der ersten Mannschaft sehen wird. Aber das ist auch anscheinend abgesprochen und der hat jetzt seine Momente und das ist ja auch wunderschön, aber ich glaube nicht, dass er sich langfristig in der ersten Mannschaft etablieren wird. Nee. Gibt schon ein Update zur Folge bei Birlo, B-A-L-O. Vielen Dank für eure geile Arbeit. Der Podcast ist elementarer Bestandteil meiner Woche. Das erstmal vielen lieben Dank. Das freut mich sehr. Nee, gibt's nicht. Wir sind im Kontakt. Alles cool. Wir haben das auch weiter auf dem Schirm. Aber wie wir, glaube ich, schon mal gesagt haben, wenn wir solche Dinge machen, dann machen wir sie richtig und mit genug Vorlaufzeit. Denn das hat sich in der Vergangenheit einfach bewährt. Und aktuell ist es so, dass wir haben die GbR-Gründung auf dem Schirm, wir haben jetzt gerade auch diese Weihnachts-Winterzeit, wo irgendwie weniger Zeit ist, weil man bald in die Heimat fährt und noch Sachen erledigen muss. Und ohne zu weit vorgreifen zu wollen, aber im Januar dürfte ein nächstes Highlight auf euch warten, was Content angeht. Und auch das bindet ein bisschen an Zeit und Organisation. Irgendwann nächstes Jahr wird es passieren, das steht, glaube ich, fest. Alles Weitere werdet ihr dann noch erfahren. Welchen Gegner hättet ihr jetzt gerne in der nächsten Runde? Naja, also Hertha sollte, klar, für Hertha gilt am besten kein Erstligist und da am wenigsten noch Leverkusen. Und du hast mit Saarbrücken, Düsseldorf, Kaiserslautern, ja, und St. Pauli ist immerhin Ligakonkurrent in derselben Liga, auch wenn sie da der Primus sind, schon machbare Gegner, besonders in diesem einen Pokalspiel. Also, was natürlich für Hertha super wäre, wenn jetzt einfach diese Heimserie im Pokal weitergehen könnte, weil das kann, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel sein, wenn du jetzt mit diesem Selbstbewusstsein des Mainz-Spiels und des HSV-Spiels in die nächste Heimpartie im Pokal gehen könntest, das wäre schon stark. Amboss schreibt, wobei Nadas Querpass zu Rese sensationell war, sowohl Ausführung als auch die öffnende Idee, Chapeau. Absolut, absolut. Das habe ich ja auch in meinem Artikel zum Spiel erwähnen wollen und auch jetzt, ich hatte ja noch einen weiteren Artikel nur über Jindawi geschrieben, dass das natürlich eine absolut grandiose Szene war und ohne ihn wäre Hertha nicht ins Elfmeterschießen gekommen und ohne ihn hätte man das auch nicht gewonnen, das Elfmeterschießen, also das muss man ihm lassen. Und Rolf schreibt, auf jeden Fall muss man Sefoy sehr großen Respekt dafür aussprechen, sich nochmal so zurückgekämpft zu haben. Ich hätte vor der Saison wirklich nicht gedacht, dass er nochmal im Hertha-Trikot aufläuft. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Eisgeber fragt, hast du Dennis Vlog auf Hertha-TV gesehen? Ja, habe ich mir vorhin vor einer Stunde oder so angeguckt und ja, transportiert natürlich nochmal echt krasse Emotionen. Dennis war ja auch wirklich völlig fertig, hat mehrmals mit den Tränen gekämpft oder sie auch einfach zugelassen. Das waren schon sehr, sehr schöne Szenen und diese Vlogs sind natürlich, die tragen gerade zur Grundstimmung, glaube ich, bei, die auch durch die Doku entsteht und das Sportliche natürlich vorangestellt und die Menschen, die gerade da sind und du merkst gerade, glaube ich, dass auf der Geschäftsstelle bei Hertha wieder viele Menschen arbeiten, denen Hertha sehr am Herzen liegt und das verkörpert Dennis dann natürlich auch.
Vibes hier schreibt, für mich ist neben dem Traum vom Finale zu Hause diese erneute Finanzspritze durchs Weiterkommen und so, wie man es weiterhilft. Ja, 1,7 Millionen und ich glaube, also es ist schon in der Regel so, dass Vereine mit einer gewissen Rundenanzahl oder einem gewissen Weiterkommen kalkulieren in ihren Planungen. Ich bin mir aber sicher, dass allerspätestens das Viertelfinale nicht mehr eingepreist war und das sind jetzt also auch 1,7 Millionen, die so nicht einkalkuliert waren und das tut einem Verein wie Hertha BSC natürlich extrem gut. Jay Ibo schreibt, finde es immer noch unfassbar, wie gut Tjaak Ernst momentan spielt. Ja, voll. Also eigentlich Wahnsinn, dass man sich an dieses Niveau bei einem 20-jährigen Torhüter in seiner ersten Stammspielersaison, dass man auf dieses Niveau mittlerweile einfach vertrauen kann. Und dass man sich da eingewöhnt hat auf dem Niveau, das ist eigentlich Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Moin Marc, wie realistisch schätzt du es ein, dass Reese in seiner aktuellen Form Chancen aufs Nationalteam hat? Also ich finde schon, dass du mit Julian Nagelsmann da schon einen Zeitenwechsel erlebst, der dann Leute wie Kevin Behrens nominiert, Marvin Ducksch jetzt Undav wahrscheinlich. Also da hat sich der Blick auf jeden Fall erweitert, das spreche schon dafür und Reses Leistung selbstverständlich auch. Ja, und trotzdem glaube ich nicht, dass das jetzt so wahrscheinlich ist. Also, ja. Aber wäre natürlich eine unglaubliche Geschichte. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Habt ihr Pläne, mal einen Live-Podcast mit Zuschauern zu machen? Eisgeber, Mensch, du bist doch gar nicht im Bilde hier. Was ist da los? Nee, haben wir tatsächlich. Haben wir irgendwann mal im Podcast letztens angesprochen. Und da gibt es auch schon, ich sag mal, halbwegs konkrete Planungen, also wo man es machen könnte in Berlin. Und ja, ist ein riesen Wunsch und Ziel von uns. Das wäre ja wirklich... Ich weiß nicht, ob ich da am Ende nicht doch mit den Tränen zu kämpfen hätte, weil es ist immer noch mal krasser, die Menschen in Person zu sehen, die einen hören. Und das wäre schon ein Träumchen. Irgendwann nächstes Jahr. Das werfe ich jetzt mal in den Raum. Dennis fragt, war Hertha so gut oder der HSV so schwach? Ich finde, dass auch der HSV in der ersten Halbzeit teilweise echt ein gutes Spiel gemacht hat. Ich finde, als Hertha diesen Leistnerwechsel hatte, also dass Gechter rausging und Leistner kam, hat Hertha ein bisschen geschwommen. Das hat der HSV sehr gut ausgenutzt und sein Spiel aufgezogen und das war einfach gut. Auch nach dem 1:1 waren sie dann besser, hatten Selbstvertrauen. Und dahingehend war das dann erstmal auch von denen ein gutes Spiel. Ich finde, dass Hertha ein fußballerisch beachtlich gutes Spiel gemacht hat, dafür, dass der Gegner eben auch HSV hieß und wir alle wissen, was das für ein Klassenunterschied im ersten, also im Liga-Hinspiel war. Ich fand es ein Stück weit irritierend, wie sehr sich der HSV irgendwann passiv hinten reingestellt hat. Aber es hat ja auch längere Zeit gehalten und sie hatten ja gleichzeitig auch Chancen, mit dem 3:1 das Spiel zu killen. Also ich finde, es war ein insgesamt sehr gutes Fußballspiel. Und ich würde den HSV jetzt nicht, habe den HSV nicht als krass schwach empfunden. Ich finde es krass, was für Schritte Dardai und vor allem Clemens jeweils mit dem Ball die letzten Wochen nehmen, dass gerade zu Beginn noch um Welten schlechter. Sie wachsen momentan daran, dass sie keinen Zehner vor sich haben und selbst mehr leisten müssen. Ich glaube auch, dass sie jetzt einfach Selbstvertrauen tanken und man muss die berechtigte Hoffnung haben, dass dieses HSV-Spiel den Spielern einen unglaublichen Selbstbewusstseinsboost gibt, denn gegen so einen starken Gegner so einen Fußball zu spielen, muss sie eigentlich das Gefühl geben, aha, geht doch. Und dann müsste es eigentlich besser laufen. Ryan am Mumpet. Bock auf ein Quickfire, wenn ja. Okay, das machen wir. Pokalsieg und Relegation oder Aufstieg und nächste Runde Pokal aus. Pokalsieg, musste machen. Ostkurve oder Auswärtsfahrt? Kommt auf die Auswärtsfahrt an, wenn sowas gefühlt wie Bilbao oder Betze. Auswärtsfahrt? Schwierig. Katscha oder Grujic? Boah, das sind geile Fragen. Katscha, Gojko Katscha. Preetz oder Bobic als Stürmer? Preetz. Herr Tinho ohne Kinnbart oder Alex Alves mit Pelzmantel? Alex Alves mit Pelzmantel, hallo? Klar. Kräuter oder Schaf? Kräuter? Was eine dumme Frage, wo ist die Knoblauchsoße? Perfekt, das frage ich mich auch jedes Mal, Ryan. Es ist nämlich so, Kräuter, Knoblauch und kein Schaf. So. Sehr gute Fragen, können wir öfter machen. Finde ich gut. Wenn jetzt im Winter für Kempf noch Geld bekommen würde, sollte Hertha das machen. Also meine Meinung ja. Ich finde, dass Kempf sich bis auf wenige Spiele nicht ausgezeichnet hat. Er ist immer noch wahrscheinlich Topverdiener dieser Mannschaft. Er könnte noch eine Ablöse erzielen. Ich finde, dass Hertha sein Mittelfeld ich glaube, dieses Ding mit Martin Dardai im Mittelfeld, das hat sich jetzt ein Stück weit erledigt. Und Pascal Clemens wiederum macht sich dort besser. Und ich wäre dann halt für eine Martin Dardai leistende Innenverteidigung. Ich glaube, dass du da nichts verlierst. Und dementsprechend wirtschaftlich würde das Sinn ergeben und sportlich hättest du eigentlich keinen Verlust, weil sich mehr Spieler im Mittelfeld ab der Rückrunde anbieten werden, Martin Dardai permanent nach hinten rücken kann und dann passt das. Hat Maxi Mittelstädt sich bei Stuttgart weiterentwickelt? Das Ding ist,
nach so kurzer Zeit kannst du nicht von einer Weiterentwicklung sprechen, aber wenn du fragst, ob er Leistung bringt, dann aber sowas von. Der zeigt sich in den letzten Wochen extrem stark beim VfB, wurde jetzt im Pokalspiel gegen Dortmund Man of the Match. Der macht sich gerade herausragend und zeigt das, was ich ihm eigentlich schon unter Sandro Schwarz zugetraut hätte. Erwartest du für den Winter auf irgendeiner Position Neuzugänge? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man die bestehenden Spieler, die aber halt verletzt sind, einbinden möchte. Und auch die Spieler, die spät gekommen sind, Kabovnik, Buchalakis, Hussein, sind ja relativ spät gekommen. Auch ein Haris Tabakovic übrigens, kam ja eigentlich recht spät, hat auch keine Vorbereitung mitgemacht. Ich glaube nicht. Wird Rölke oder ein Gottschalk eine Rolle in der Rückrunde spielen? Du meinst Toni Rölke oder Oliver Rölke? Es gibt zwei. Aber du meinst wahrscheinlich Toni Rölke. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Was glaubst du, wie brenzlig die finanzielle Lage wäre, wenn wir noch ein, zwei weitere Jahre Zweitliga spielen? Ja, schon brenzlig. Also du wirst auch in der nächsten Saison wieder weniger Geld ausgeben dürfen. Also das wächst jetzt erstmal in der zweiten Liga nicht, sondern schrumpft, müsste weiter schrumpfen. Und ich glaube, ein weiteres ja, kann man sich schon leisten, aber mit jedem weiteren Mann in der zweiten Liga wird es natürlich auch unwahrscheinlicher aufzusteigen. Also brenzlig, immer schwierig zu sagen, aber es wird natürlich auch schwieriger, diese Anleihe zu bedienen. Also ja, da sind viele Themen. Wie viele Tore schießt Fluppe noch bis zur Winterpause? Ich sag, dass der gegen Lautern auch nicht trifft und dann schießt er noch ein, zwei gegen Osnabrück. Ich glaube, es könnte wieder so ein Gegner sein, der ihm liegt. Hat sich Hertha bezüglich der Investorenabstimmung positioniert? Nee, nicht öffentlich. Man hat ja bei der ersten Abstimmung im Nachhinein gesagt, dass man sich dagegen gestemmt hat. Jetzt weiß man es nicht. Wie schätzt du den Druck ein, der auf den Jugendspielern aktuell lastet, beziehungsweise Gefüge insgesamt? Vor dem Hintergrund, was mit Martin Winkler war, sorgen, dass die Spieler das Gefühl haben, sich selber komplett aufopfern zu müssen, ohne Rücksicht auf Verluste und auf Kosten der Gesundheit. Nee, das würde ich tatsächlich nicht so... Also ist natürlich eine Frage, die man erstmal stellen kann, aber würde ich gar nicht so sehen. Ich glaube, dass da eher die Lust aus den Spielern spricht. Ich glaube, dass wenn man Pal Dardai was nicht vorwerfen kann, dann ist es der Umgang, wäre es ein schlechter Umgang mit Jugendspielern. Ich glaube, er weiß ganz genau, wie er mit denen umzugehen hat und ich glaube, das ist dann eher die große Lust, jetzt die Chance für sich zu nutzen. Ich glaube aber nicht, dass das was mit Druck zu tun hat. Wie lange wird es dauern, wieder den Verein in ruhige Fahrwasser zu sehen, finanziell? Boah, das ist schwer zu sagen. Das ist auch die Frage, wie definiert man ruhige Fahrwasser? Also das Allerwichtigste ist jetzt erstmal die Anleihe zurückzahlen zu können, die ja nochmal zu höheren Zinsen verlängert wurde. Das hat oberste Priorität und danach kann man ein bisschen durchschnaufen, aber dann geht es eigentlich auch schon weiter.